willkommen zum What's a Coffee Hack? Vortrag von Claudia und Clemens. Coffee Nerds durch und durch, wirklich. Ich habe gehört, Sie haben mehr als eine Kaffeemaschine, so eher mehr als fünf. Claudia, Autorin, Podcasterin, hauptsächlich im Fach Datenschutz und IT-Security. Und Clemens nennt sich selber ein koffeinbasiertes Lebewesen. Also ich finde, das sagt schon sehr viel aus. Arbeitet sonst mit Embedded Software. Und ja, heute geht es darum, um diese kleine, feine Kaffeemaschine und was es damit für Probleme gab. Aber die beiden können mit Software umgehen. Kein Problem für Sie. Ja. Viel Spaß. Dankeschön. Danke. Ja, schön, dass ihr da seid. Das Live-Löten habt ihr gerade schon verpasst. Wir haben vergessen, wieder was anzulöten. Das hat der Clemens eben gerade schon gemacht. Genau, wir wurden ja gerade schon nett vorgestellt. Das, ganz lieben Dank. Und vielleicht fangen wir einfach direkt damit an. Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Uns ist diese Kaffeemaschine quasi zugelaufen, nachdem die große Kaffeemaschine, die jetzt hier auch in der Küche steht und ab morgen hoffentlich dann auch Kakao macht, dem Hetti und dem Clemens zugelaufen ist. Das war vor 2 Jahren, wo uns jemand gefragt hat, es gäbe diese Industriekaffeemaschine für große Büros. Und daran ist an der Elektronik was kaputt. Sie kam initial von einer Elektronikfirma, aber es stand ein halbes Jahr im Lager herum und niemand hatte wirklich Zeit, sich's anzuschauen. Und dann ist sie bei uns gelandet und wir haben gesagt, im schlimmsten Fall wird es ein Cocktailbot, aber wir haben sie zum Laufen bekommen. Genau, und dann sagte der Clemens, nachdem er nämlich eigentlich Software wie WLAN-Router baut, eigentlich hätte er ganz gerne mal eine, die WLAN kann. Genau, also ich bin eigentlich Network und Embedded Linux Systems Engineer. Ich mache sehr viel mit OpenWRT. Das heißt eher so alles eigentlich eher Linux-basierend. Das war bei der Maschine schon am Anfang relativ klar, dass die Chance besteht, aber ist relativ gering. Aber dazu kommen wir nachher noch. Genau, und die Maschine, also er hatte dann schon einen Suchassistenten laufen für Willhaben. Das ist in Österreich so das Äquivalent zu eBay Kleinanzeigen. Und diese Maschine ist uns dann sehr günstig zugelaufen. Zeitgleich hat sich dann ergeben, dass die Rösterei, wo ich meinen Kaffee normalerweise her hatte, meinen Kaffee aufgehört hat. War nicht so gut. Und dann haben wir für diese Maschine halt Kapseln gebraucht, eben zum Testen. Und da war dann tatsächlich ein ganz brauchbarer dabei. Und diese Maschine ist gegen den eigentlichen Plan in Produktivbetrieb gegangen. Hatte dann aber tatsächlich auch den Vorteil, dass wir auf die Art und Weise eben ein paar Sachen rausgefunden haben. Genau, also das war die erste Inbetriebnahme. Und wie immer, wenn man sich etwas Neues besorgt, dann nimmt man es zuerst einmal auseinander. Oder in dem Fall mal den Teil, weil den Milchaufschäumer haben wir bekommen mit dem Hinweis, er geht zwar irgendwie, aber irgendwie nicht gut. Und das war dann so ein, okay, das klingt nach einmal auseinandernehmen und putzen. Das waren dann, glaube ich, 2 Stunden und danach hat das Ding wie neu funktioniert. Genau, also irgendwie auch so ein bisschen Liebe zukommen lassen, ein bisschen frisch geschmiert. Und ja, das war dann so der rechte Teil davon. Naja, und dann war halt die Sache, wir brauchten, wie gesagt, eben diese paar Kapseln. Und das sind jetzt halt so Plastikkapseln. Ja, so. Und dann dachte ich mir, okay, Produktivbetrieb, nicht auf Dauer, aber bis ich dann endlich Zeit und Löffel hatte, mir einen neuen Kaffee auszusuchen, so lange sollte das Ding halt halten. Wie gesagt, ne, auch nachgelesen, ach, gucke mal, das Ding ist von, ne, ist ja Chibo. Das ist konkret eine Chibo Cubo, nein, Jurista-Maschine. Und ja, man kann halt diese Kapseln dann halt auch zum Recycling bringen und so weiter. So, okay, wissen wir eh, dass das mit dem Plastikrecycling eh nicht so gut funktioniert, aber es war so ein bisschen was fürs gute Gewissen, so wenn wir sie jetzt zumindest übergangsweise im Betrieb haben. Okay. Also das Interessante war auch so ein bisschen, wir haben so ein bisschen nachgeforscht, woher kommt das eigentlich. Dieses Kapselsystem ist von einer Schweizer Firma entwickelt worden. Und zwar von einem Erfinder, quasi, oder der das Patent angemeldet hat und trägt von jemandem, der schon mal für Chibo ein paar Jahre davor ein Kapselsystem entwickelt hat. Welches genau, habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber ganz interessant. Und da gab es quasi
in der Schweiz eine eigene Firma, die Cubo Coffee Company. Company, ja. Die, oder ein GmbH, die quasi die Maschinen für Cubo entwickelt haben. Cubo ist da anscheinend am Anfang schon relativ früh eingestiegen. Das heißt, das war tatsächlich eine Art Auftragsentwicklung und kein quasi Startup, das Hardware entwickelt und dann einen Käufer sucht, sondern das dürfte tatsächlich im Auftrag von Cubo so entwickelt worden sein. Und zwar auch ziemlich, also die gesamte Maschine, da kannst du jetzt vielleicht auch gerade noch was zu sagen, die ganze Maschine ist halt auch wirklich echt hochwertig gebaut. Und an mehreren, der Teil ist jetzt wichtig gerade, ja? An mehreren Stellen overengineert. Also als Beispiel, der Deckel, der hat da so einen Drehmechanismus, um ihn runterzunehmen. Also das ist so eine Art Bajonettverschluss, der geht ganz gut. Und da kommt man auf quasi den Mischmotor für den Milchaufschäumer. Und da seht ihr, da sind 4 Neodym-Magneten drinnen. Was mich so am ersten Blick ein bisschen irritiert hat, weil es hält ja eigentlich mechanisch da drauf und nicht magnetisch. Und beim Auseinandernehmen hat sich herausgestellt, da ist ein Magnet, also ein Read-Sensor drinnen, der erkennt, ob der Deckel drauf ist, wenn das Ding in der Maschine ist. Und damit man den Deckel in jeder Position drauf geben kann, sind da auch 4 Magneten, weil es ist nämlich nur ein Sensor drinnen. Mhm. Und hier haben wir halt auch alles Metallteile, also ganz gut entwickelt. Also die Maschinen sind anfangs um 400 Euro circa verkauft worden, aber relativ schnell, so 299 war, glaube ich, der typische Ladenpreis. Mhm. Nicht unbedingt das günstigste. Ja, und dann hatten wir die halt so ein paar Wochen in Betrieb. War auch gar nicht so schlecht mit diesem, dass das gleich die Milch in geschäumt und warm in den Kaffee tut, fand ich total super. Kann nämlich auch kalte geschäumte Milch und das können die meisten Milchaufschäumer nicht. Ja. Und dann haben wir halt einmal Kapseln nachgekauft und dann habe ich ein zweites Mal Kapseln nachgekauft, zweimal. Und dann kam ich nach Hause mit meinen Kapseln, habe die dann dahin getan und eines Morgens vor dem Kaffee passierte das. Bitte legen Sie eine Cubo-Kapsel ein. Das ist eine Cubo-Kapsel. Bitte legen Sie eine Cubo-Kapsel ein. Nun, dann hat es einen Moment gedauert, um rauszufinden, was jetzt eigentlich das Problem ist, weil es war vor dem Kaffee. Das könnt ihr jetzt hier gerade ein bisschen schlecht sehen, wenn ich euch das mal so vorzeige. Wir haben da mal von einem Foto. Seht ihr den Unterschied? Okay, ich sehe Nicken im Publikum. Falls ihr eine Idee habt, wie dieser Code heißt, das ist kein QR-Code, aber wir haben nicht herausgefunden, was es ist, aber es hat uns auch nicht so direkt interessiert. Es wäre vielleicht interessant, es dürfte ja nur eine Nummer sein, die tatsächlich einkodiert ist. Aber genau, und es ist halt auch gelasert tatsächlich. Ich gebe die 2 Kapseln, die da auch abgebildet sind, einfach mal hier so ins Publikum. Könnt ihr einmal so durchgeben. Einfach mal so testhalber, damit man so diesen Unterschied einfach mal mit eigenen Augen und Fingerkuppen merkt. Ja. Nachdem dann also irgendwie klar war, es liegt an diesen Kapseln, dachte ich mir, vielleicht ist das ja eine Fehlproduktion. Ich gehe damit mal in den Laden. Weil, hätte ja sein können, ne? So ist was kaputt gewesen im Werk, dann kann ich diese Kapseln umtauschen und dann habe ich dann gleich in einer halben Stunde, wenn ich zu Hause bin, wieder einen Kaffee. Nö. Spannende Aussage. Die WLAN-Funktion wird nicht mehr unterstützt. Deswegen gehen die alten Maschinen nicht mehr und es gibt eine Austauschaktion. So habe ich auch geguckt, genau. Dieses Gerät ist WLAN-fähig, ja. Ich sage dazu, wir haben es nie mit WLAN betrieben. Wir haben es, als wir es bekommen haben, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und niemals in ein Netzwerk gelassen. Es hat immer selbsttätig und freiwillig Kaffee gekocht. Ja? Ich kann auch sagen, ich habe die App, aber ich habe sie nicht installiert. Ich habe damit andere Dinge gemacht. Aber da kommen wir gleich zu. Ja. Auf jeden Fall war dann meine Begeisterung mäßig. Ich habe dann dieses Gerät tatsächlich einmal zum Austausch getragen. Wir haben ein anderes Gerät dafür zurückbekommen. Dieses Gerät habe ich zu Hause dann ausgepackt, habe es nicht dazu gebracht, dass es irgendetwas tat, außer dass ein Lämpchen blinkt. Auch nicht mit dem technischen Support zusammen. Dann hat es der Clemens nochmal versucht. Der hat es auch nicht geschafft. Auch nicht mit dem technischen Support zusammen. Der technische Support sagte, Mai, schade, die Maschine ist offenbar kaputt. Dann bringen Sie sie doch zurück.
Sie kriegen eine andere dafür. Also ging ich am nächsten Morgen in diesen Laden, trug die neue Maschine wieder zurück, habe gesagt, geben Sie mir meine alte wieder. Die fragte dann dreimal, ob sie mir nicht eine andere neue... Nein, ich hätte bitte gerne das alte Gerät wieder und dann gucken wir mal, was man damit hacken kann. So, und dann hatte der Clemens eine zündende Idee. Das Ding hat nämlich hier... Das kommt nachher noch in den Bildern. Aber genau, da kriegt ihr gleich ein Foto davon. Hier kann man was hochklappen. Die vielleicht einer der Hauptideen war wahrscheinlich, also die Kamera, die Kaffeemaschine hat da drin eine Kamera. Die erkennt tatsächlich, also wirklich eine ordentliche Kamera, die erkennt da drin, was für eine Kapsel ist und die ist erstaunlich gut. Also selbst wenn man diesen Code irgendwie so 40 Grad schräg oder irgendwie komplett verzogen reinhält, die scannt das trotzdem innerhalb von einer Sekunde. Und der Grund dürfte sein, oder das hauptsächliche, die Idee dahinter, verkauft wird es mit der Maschine, kann der dann sagen, was du für einen Kaffee eingelegt hast. Das ist morgens vor dem Kaffee tatsächlich gar nicht so schlecht. Das stimmt, aber die Kapsel da wieder rauszufrickeln ist tatsächlich mühsamer. Okay, ja. Und die App hat aber eine Möglichkeit, dass quasi du über die App direkt bestellen kannst den Kaffee oder konntest. Und es dir halt liefern lassen kannst. Und durch die Verbindung mit der Maschine weiß natürlich die App, wie viel du noch an Kaffee hast. Das heißt, wenn dir ein Kaffee am Ausgehen ist und du nur mehr 10 oder so hast, könnte sie dir vorschlagen, hey, möchtest du nicht bestellen, bevor sie dir ausgehen. Was? Heute würden sie das mit KI irgendwo verkaufen. Wahrscheinlich, ja. Oder einfach, du musst sowieso einmal im Monat die Packung bestellen, sonst geht die Maschine nicht mehr. Da kommen wir nachher zu. Also hatte ich dann die Überlegung, vielleicht können wir so Kapselbodenschnapper 3D drucken mit eben genau diesem Code da drauf. Und da meinte der Clemens, das geht einfacher. Und ich habe die Schere genommen, ja. Hat also eine Kapsel aufgeschnitten und wir haben diese Kapsel, also das sind jetzt quasi der Boden und eine Seitenwand, einfach mal so mit Tesafilm, Texo, da draufgeklebt, davor gehängt. Das sah dann so aus. Ja. Da sieht man das nochmal so schön, die Konstruktion. Da unten ist dann der Tunnel, wo die Kamera dahinter ist. Und wenn man das dann runterdrückt, einschnappern lässt, so ein bisschen nach hinten drückt, weil das ist dann ein bisschen dicker, ne? Das ist ein bisschen im Weg. Tada, es macht Kaffee. Ja. Das Interessante ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ohne Kapsel, hat es auch angefangen, Kaffee zu machen, hat dann versucht, die zu pressen, aber dürfte irgendwie durch einen Sensor draufgekommen sein, da ist keine Kapsel drin und hat gesagt, also hat wieder... Es hat dann aber Heißwasser gemacht erst. Das heißt, man hatte eigentlich eine T-Funktion dazu gebaut. Ich glaube, es hat aber auch manchmal gesagt, es hat keine Kapsel oder sie hat irgendein Problem. Ja, es war nicht zuverlässig, ja. Aber es wäre eigentlich schön gewesen für eine T-Funktion. Naja, gut. Aber nachdem das jetzt dann halt auch immer so ein bisschen im Weg war, sagte dann auch der Clemens, das geht einfacher. Naja, was ist denn da drauf? Ich habe versucht, den Scanner zu legen, das geht leider nicht. Aber mit dem Handyfoto geht das ganz gut von der Seite und dann entzerren, wobei man das wahrscheinlich nicht mal machen muss. Wahrscheinlich nicht. Das Ganze kann man dann schnöde auf ein Blatt Papier drucken, vor die Kamera hängen. Ihr seht das dort. Hier ist jetzt ein kleines Stückchen Papier. Tada, es macht Kaffee. Und wer mag, also wir haben ein bisschen Zeit, wir können das ausprobieren, wer möchte. Hat jemand eine Tasse dabei? Das war eine ernst gemeinte Frage. Gut, wir probieren das mal. Magst du mit Milch? Möchtest du Milch dazu? Reicht schon. So. Ich habe jetzt sehr lange nicht verwendet, tatsächlich. Latte Macchiato. Ich glaube, das war die... Okay. Bitte? Der Demo-Effekt war vorher schon, weil ich habe sie nämlich angesteckt und dann blieb sie dunkel und ich so, Moment, irgendwas hat's da und dann ist mir eingefallen. Der Demo-Effekt war dieser. Ich muss daran noch löten, damit sie wieder funktioniert. Gucken wir mal. Also ich klappe jetzt hier unsere kleine Attrappe runter.
So. Ah, die schnappert da nicht ein, weil die Abdeckung nicht da ist. Ja, genau, die Abdeckung ist zu Hause geblieben. Na gut, gucken wir mal, ob das so klappt. Nee, jetzt möchte es gerne den Milchaufschäumer haben, aber den hat es schon. Und irgendwas ist mit der Kapsel auch nicht. Ach so, die muss ich vielleicht reintun. Das wäre total hilfreich. Ja, aber das sollte trotzdem einer erkennen. Flop. Ein heißes Wasser mit einem Tröpfchen Milch? Nee, er kennt es so nicht. Es hätte gerne die Abdeckung wieder. Guck mal, wir haben was Neues gelernt. Sorry, wir müssen das dann später nachholen. Also, wir haben sie nicht mehr in Verwendung gehabt, seitdem wir sie aufgemacht haben. es kann sein, dass er die Kamera gerade nicht findet oder so. Ja. Also, aber grundsätzlich, ihr könnt uns glauben, es macht Kaffee. Wir werden das nachher nochmal probieren. Genau. Kurzer Überblick eben zu der App an sich. Es gab da eine Cloud mit Q von Qubo. Und mit der hat sowohl die Maschine als auch die App gesprochen. Und zwar die Maschine selbst, die kann entweder ein WLAN aufmachen oder man kann sie in ein WLAN verbinden. Die spricht dann zu dem Server, glaube ich, primär WebSocket, aber zum Teil auch REST. Ansonsten die Android-App kann mit beiden sprechen. Also man kann auch tatsächlich die Android-App ohne irgendeinem Qubo Cloud-Ding verwenden, was eigentlich, man sagen würde, mittlerweile revolutionär. allerdings, was ich auch spannend fand, keine Ahnung, wie man auf die Idee gekommen ist, hat tatsächlich über die App, wenn die Kaffeemaschine verbunden war, von irgendwo Kaffee machen können. Also man hat natürlich die Kapsel vorher einlegen müssen, aber die Kaffeemaschine hat eine Remote Brewing Funktion, was ich ganz also spannend noch so fand. Also aus dem Bus so kannst du sagen, okay, jetzt mach zu Hause Kaffee, weil ich hatte einen echt doofen Tag. Wenn ich nach Hause komme, hätte ich bitte gerne, ja. Oder morgens aus dem Bett, ja. Genau. Ja. Ja, wobei im Bett bist du im selben WLAN. Also, das, ja, kommt drauf an, in welchem Bett du bist, aber. Nicht hier. Ja, auf jeden Fall eigentlich ganz interessant gemacht. Die Android-App ist teils obfuscated. Allerdings sieht man da relativ schön die Definitions für das REST-API. Es dürfte zum Teil der Authentifizierung auch passieren. Es gibt oder es gab eine eigene CA, also Certificates-CA, die die Server hatten und die Maschine quasi damit kommuniziert hatte und die Maschine selbst kommuniziert auch über HTTPS. Alles eigentlich ganz gut gemacht. Oder zumindest sagen wir so, da hat sich jemand was überlegt, das ist nicht schnell zusammengeschustert, auch hardwaremäßig. Also im Gegensatz zu der Maschine, die drüben in der Küche steht, die aufgrund eines mechanischen Defekts möglicherweise doch funktionieren könnte, aber das werden wir erst sehen, die Maschine hat deutlich mehr Komplexität. Grundsätzlich ist da eine große Hauptplatine dabei, wo die komplette Einheit drauf ist. Ich kann da auch einfach mal aufmachen. Ich kann dir auch die Milch da vorne wegnehmen und die Tasse. Dann kannst du es nach vorne zeigen. Guck mal. Ups. Einmal die Tasse zurück. Wir reden dann noch drüber. Also, ich habe schon überlegt, eine iFixit-Anleitung dafür zu machen. Es ist nämlich gar nicht so schwer. Das Mühsame ist dieser Hebel da, den man irgendwie halb aufmachen muss, damit man die Deckplatte abmachen kann. Die Deckplatte ist das Display und eine SPI-WLAN-Einheit. Das heißt, das WLAN ist tatsächlich da drauf. Allerdings ist der Teil eigentlich dumm. Die zweite Platine ist die da unten und die ist komplett die... Wasser. Das Wasser kannst du mir auch geben. Du kannst mir das Wasser reichen. Das ist mehr oder weniger komplett das Netzteil plus RAM,
4 Megabyte SPI-Flash und der Controller. Und da hinten Motorcontroller, das ist auch der Motorcontroller für den Motor, der hier unter der Platine ist, der tatsächlich die Kapsel zusammendrückt. Das ist ein eigenes System, das Qubo entwickelt hat und deshalb es besser ist, weil es die Kapsel quasi auch von der Seite drückt und damit das Problem des Kaffee-Channelings angeblich behoben wird. Ob das so ist, keine Ahnung. Vielleicht magst du für die Leute, die jetzt keine absoluten Coffee-Nerds sind, sagen, was Kaffee-Channeling ist. Das Problem ist bei Kaffee, wenn man, deshalb presst man den Kaffee auch meistens, wenn der nicht richtig gepresst ist, dann kann das Wasser quasi an den Kaffee, am gemahlenen Kaffee vorbei und rinnt quasi durch, macht schlechten Kaffee. Wobei auch die, meiner Meinung nach, der Kaffee den Preis der Maschine nicht wirklich wettmacht und auch die von damals, also ich glaube, sie ist 2016 so rausgekommen, 15, 16, war auch die allgemeine Meinung in den Testberichten, es macht Kaffee. Aber mit einer Espressomaschine mithalten oder so kann es nicht. Hm. Der Motor auf jeden Fall darunter, würde man denken, das ist relativ einfach, der drückt einfach eine gewisse Zeit, das stimmt nicht, der hat ein eigenes Tachorad mit 2 Magnetsensoren, das heißt, die Maschine erkennt tatsächlich, wie weit dieser Motor fährt. Da dürfte auch der Motortreiber hier drin eine Strommessung haben, das heißt, er weiß auch, mit wie viel Anpressdruck da gerade gedrückt wird, also das ist auf mehreren Stellen wirklich deutlich overengineert und schon allein, dass da quasi die Wechselspannungsseite mit auf dem Board ist, ist eigentlich interessant, weil von der CE oder von der Prüfungsseite her nimmt man einfach lieber ein Netzteil, das man hat, weil das ist bereits zertifiziert. Wenn man eine neue Maschine baut, so mit alles in einem, ist die Zertifizierung deutlich komplexer und teurer. Das dürfte da kein Problem gewesen sein. Auf der Hinterseite, das können wir, also könnt ihr euch nachher eventuell auch anschauen, es gibt 4 Magnetventile hinten für Wasser und es dürfte hier eins noch geben für Luft, für den Milchaufschäumer. Ja, sieht tatsächlich nicht viel anders aus als die Industriemaschine, meiner Meinung nach sogar besser gebaut. Ihr erinnert euch an die Sache mit diesem etwas overengineert, ja? Und genau. Hochwertig gebaut, okay, gut. Da? Ja. Genau, das ist der rechte Teil ist nochmal die Displayplatine mit dem WLAN-Modul. Das ist, glaube ich, nur 2,4 GHz-Modul, weiß ich aber nicht, aber recht typisch. Das Interessante ist, auf der anderen Platine unten ist noch eine extra Platine, die angelötet wurde, das anscheinend für die Magnetventile oder für die Motorregelung. Da noch ein bisschen Leistungselektronik, also sieht mir nach einem Snubber aus. Das braucht man für Thyristoren zum Durchschalten. Also da eine Platine so drauflöten, das ist manuelle Arbeit, das kostet Geld. Hm. Dann habe ich beim Auseinandernehmen gesehen, das sind wo 4 Pins. Und als Embedded Systems Engineer macht mich das immer sehr interessiert an der Maschine, weil das heißt, fast immer ist es irgendeine serielle Schnittstelle. Ich erinnere mich daran, als du es gefunden hast. Ja, ich glaube, das war auch nicht draufgelötet. Das hatte ich dann einfach die Dupont-Header draufgelötet. Einmal, weil ich es neben mir hatte, ans Ostsee angeschlossen und habe gesehen, okay, an einem Pin kommt tatsächlich beim Startup da Output. Und dann lag der Flipper neben mir und das gibt tatsächlich ein bisschen Debug-Log aus. Also da steht jetzt drauf, Qubo Version 01.42.E13 ist running. Es gibt ein bisschen Informationen übers WLAN noch aus, wenn man verbindet, aber das war es dann eigentlich. Viel mehr kommt hier nicht. Ich habe auch nicht wirklich irgendwelche Boot-Commands oder Bootloader irgendwas gefunden. Das ist dann an der Stelle relativ zu Ende gewesen. Das Letzte, was wir noch gemacht haben, ist erst mal rausgesucht, was ist das eigentlich, was sind das für Prozessoren, was ist da für Flash und so drauf. Und da ein SoIC 8 8-Pin-Chip
macht mich auch immer sehr interessiert an, was ist da eigentlich, weil meistens sieht man schon, okay, das ist irgendein NOR-Flash. Und in dem Fall ist es tatsächlich, dass der Chip, was interessant ist, 4 Megabyte externen Flash hat. Dort ist das ganze Betriebssystem drauf und der Prozessor ist ein 32-Bit M4, M0 Cortex, also ARM-Cortex. Sehr interessanter Chip, weil das sind nämlich 2 Prozessoren im selben Gehäuse, die können miteinander reden. Und die Idee ist, dass der Cortex-M0-Prozessor quasi die Low-Level-Hardware-Dinge machen kann, wie zum Beispiel Motorsteuerung oder Thermosteuerung. Und der andere Prozessor kann sich halt um die komplexeren Dinge kümmern, wie zum Beispiel ums Display, WLAN und so weiter. Und selbst wenn das dort irgendwo hängt, geht zum Beispiel der Boiler gerade nicht über, weil da die Temperatursteuerung nicht läuft. Hatte ich auch vorher noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe mit diesen Prozessoren relativ wenig zu tun gehabt, aber die 4 Megabyte Flash habe ich gedumpt und da mal durchgeschaut. Das sieht irgendwie ein bisschen obfuscated aus, aber Strings liefert relativ viel zurück, auch Teile vom API. Ich habe es versucht, in Gitra in den Decompiler reinzuwerfen. Da bin ich nicht besonders viel weiter gekommen. Die Sache ist nämlich auch noch, da dürfte am Chip selber ein 64 Kilobyte frei sein, also ROM für einen Bootloader, der dann tatsächlich das externe Flash anspricht und von dort seine Systeminformationen lädt. Das Spannende ist auch, wenn man in der App auf Firmware Update, geht, dann liefert nicht die App der Maschine das Firmware-Update, sondern die Maschine zieht sich selbst aus dem Internet. Was ich eine ganz spannende Lösung finde, weil das heißt mehr oder weniger, man muss da in der Firmware von der Maschine ran, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und eins der Probleme ist auch, die cubo.coffee-Domain ist seit letztem Jahr, seit November, glaube ich, nicht mehr erreichbar. Das war ganz interessant. Wir haben ein bisschen nachgeforscht. Diese Cubo Coffee GmbH ist mittlerweile aufgelöst. Und jetzt gibt es ja, also es sind jetzt einige Menschen, die IT-Bezug haben, glaube ich, hier im Raum. Es gibt mehrere Lösungen, wie man das jetzt hätte vielleicht machen können. Ja, wenn man sagt, okay, wir wollen diese Serie halt discontinuen, wir haben da einen Nachfolger, der hat da den ganzen Schnickschnack nicht drin. Welche Lösungen fallen euch gerade mal ein? Einfach mal rufen. Selbstzerstörung. Ja. Vielleicht draußen. Bitte tragen Sie diese Maschine jetzt nach draußen. Ja. Ja. Also war jetzt gerade die Kapsel nicht mehr verkaufen, sondern eben andere. Ja, das ist quasi das, was gerade passiert, weil es wird ja jetzt eben nicht mehr die Kapsel mit dem eingelaserten Muster verkauft, sondern die mit der nackten Rückseite, ja, die Blanko. Genau, und die neuen Maschinen sind mehr oder weniger vom Mechanismus sehr ident wie die Nespresso. Du legst deine ein, du legst den Hebel um und der Hebel presst sie und du hast dann eigentlich nur mehr Elektronik, die irgendwie Zeitsteuerung für die Pumpe macht und die Temperatur regelt. Noch jemand eine Idee? Firmware-Upgrade, ja. Genau, also auch man kann die Maschine mit der App auch ohne den ganzen Cloud-Ding verwenden. Das sollte funktionieren. Das heißt, da müsste man nicht mal was machen. Das Einzige ist, dass man halt eigentlich diese Überprüfung, selbst wenn wenn die Kamera keine Kapsel erkannt hat, dass man trotzdem Kaffee machen kann und im Zweifel dann halt heißes Wasser rauskommt. Das wäre eine relativ einfache Möglichkeit gewesen, um die Maschine halt weiter zu betreiben. Genau. Und dieses Weiterbetreiben ist nämlich eigentlich jetzt auch so der Würfel des Anstoßes. Denn sie schreiben sich, also die Firma Chibo schreibt sich seit mehreren Jahren, also so bis 2018, 2019 zurück, ganz groß Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Vor allem auch für diese Cubo-Reihe, weil die tatsächlich mit Nachhaltigkeit vermarktet werden. Da gibt es sogar so Advertorials von 2022. Also wir müssen jetzt sagen, da stand jetzt eben gerade hier auf der auch, also Kaffees, weniger Verpackung, recycelbare Kapseln, 70% nachwachsende Rohstoffe, klimaneutral kompensiert, da steht nichts von Maschinen.
komisch. Ja, warum bloß? Weiß ich auch nicht. Also, ne, Advertorial 2022, da haben sie auch nur von den Kapseln gesprochen. Ja, sie haben sogar eine ganze eigene Webseite zur Nachhaltigkeit. Ja, also muss man halt auch erstmal bringen, chibo-nachhaltigkeit.de. Steht von den Maschinen irgendwie auch nicht viel drauf, aber sie haben einen Nachhaltigkeitsbericht, der letzte ist von 2021 mit einem ganz schicken Zitat vom CEO. So schickes Zitat. Wir müssen die großen und globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Wasserknappheit, Plastikverschmutzung, Demokratisierung und Menschenrechte jetzt beherzt angehen und können sie nicht auf nächste Generationen verlagern. Das ist eine total super Idee. Könnten mal ihren eigenen Maschinen anfangen. Also dazu möchte ich auch wirklich sagen, dieses Austauschding, was wir ja für eine Nacht zu Hause hatten, ist halt Vollplastik mit so einem samtweichen Dings, wo man den Becher draufstellt, also wo man jetzt schon weiß, wie sich das in 2 Jahren anfühlen wird. Ich sehe viel Nicken im Publikum. Okay. Ja, und machte absolut keinen hochwertigen Eindruck. Also alles andere als das. Die gibt es ja auf Kleinanzeigen auch mittlerweile um 10 Euro original verpackt. Ja, wahrscheinlich von Leuten, die so ein Gerät zurückgetragen haben, dass, also so wie es verarbeitet ist, ganz ehrlich, das Ding würde noch 10 Jahre machen. Hätte ich noch Bock, Geld an Chibo zu geben, um den Kapseln abzukaufen. Also, naja, weiter zum Thema Nachhaltigkeit bei Chibo. Also es ist jetzt nicht so, dass sie den Teil mit den Maschinen jetzt vielleicht noch nie bedacht hätten. Ja, also die haben sich da auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Vielleicht andere Leute, das ist von 2019, ja, wo sie dann halt auch schön sagen, Chibo setzt auf Gegentrends, Qualität, Service, Mehrweg. Ja, für diverse lebensverlängernde Maßnahmen, für Elektrogeräte, unser Beitrag zur Elektroschrottreduktion. Wie viel 10.000 Maschinen waren von denen draußen, die jetzt zurückgerufen wurden und gegen Plastikteile ersetzt werden? Wissen wir nicht, wir haben kein Mail zurückbekommen. Das ist richtig. Sie haben nie auf unsere Anfrage geantwortet. Sie haben eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, die hat uns nicht geantwortet. Fairerweise, sie war im Urlaub, ein Teil der Zeit, die wir Ihnen gegeben haben für die Antwort. Aber auch die Pressestelle hat sich nicht dazu durchringen können, uns irgendeine Art von Information zur Verfügung zu stellen. Was schade ist. Das hätte ich jetzt wirklich gerne gewusst. Jo. Also es ist insgesamt, würde ich die gesamte Aktion als ziemliches Debakel einsortieren. Schade, dass dann halt so Medien, in Anführungsstrichen, wie Stiftung Warentest und so weiter, auf deren Nachhaltigkeits-Greenwashing reinfallen. Da ist ja die Nachfolgervariante, ihr erinnert euch, dieses Plastikteil, als besonders nachhaltige Maschine dann irgendwie auch noch dargestellt worden. Wir haben es leider jetzt vorher nicht mehr geschafft, denen noch eine Anfrage zu schicken, ob sie da irgendwie, also was deren Quellen waren für diese Einschätzung. Das hätte mich jetzt auch noch mal interessiert. Aber insgesamt ist es nicht nur schade, es ist halt auch frustrierend. Also sowohl als kaffeeabhängiges Lebewesen, als dass dann halt irgendwie morgens vor dem Kaffee mit solchen Problemen konfrontiert ist, als halt auch einfach auf der gesamten Länge. Also das Ganze ist kommunikativ, es wird halt einfach totgeschwiegen, es kommt halt nirgends raus. Und von der ganzen Aktion her, hochwertig verarbeitete Maschinen, die echt Lebenszeit hätten, auf so eine Art und Weise dann halt echt runterzureißen, ist halt einfach echt ein Unding. Wir haben da auch einen Blogpost zugeschrieben, bei mir im Blog, die Adresse habt ihr auf der letzten Folie. Das ist tatsächlich mit Abstand der meistgelesene Artikel aktuell. Viel über Suchanfragen, die reinkommen, mit extrem, also extrem vielen, aber halt schon so, weiß ich nicht, 17, 18 Kommentare oder sowas drunter von Leuten, die halt jetzt aktuell wirklich selber nach Lösungen suchen, die in dasselbe Problem laufen, die eigentlich so eine Maschine gerne weiter betreiben wollen würden. Ja. Also von daher, ich freue mich über jeden und jede, die diesen Blogpost findet und unsere Fotos von den Kapseln und diese kleinen schwarz-weißen Bildchen dazu und das einfach weiter betreiben kann, solange man Bock hat, dem Laden noch Geld zu geben. Das ist jetzt die Sache, weil man kauft ja letztlich immer noch die Kapseln, weil, tada, Bereich Vendor-Login.
Und wir kennen alle den schönen Satz, wenn du nichts bezahlst, dann bist du das Produkt. Naja, das stimmt so auch in dem Fall nicht ganz, weil selbst wenn du bezahlst, bist du das Produkt. Und das ist jetzt ein Ding, und da ist Tchibo leider nicht alleine, sondern, glaube ich, auf einen allgemeinen Trend aufgesprungen. Und wir kennen das Ganze schon aus Social Media. Ja, wunderschönes Ding von The Oatmeal. Na, also alle Leute erstmal irgendwie in die Fänge der Großen. In dem Fall ist hier Facebook gemeint, also großer Plattform und so weiter zu locken. Und hinterher steht man alleine draußen und denkt sich, tja, schade. Also für Social Media haben wir da halt einfach ein erzwungenes Interesse. Menschen müssen weiter irgendwo auf einem bestimmten Kanal sein. WhatsApp ist einer davon. Facebook ist jetzt hier gerade gemeint, weil es einfach ein Beispiel war, wo auch die Info steht eh in unserer Facebook-Gruppe. Musst du halt da reingucken. Wir haben aber auch noch ein paar andere aktuelle Beispiele. Also gerade aus dem Bereich Produkte. Das ist, glaube ich, von letzter Woche. Ah, zwei Wochen, ja. Okay. Drei. The Big Picture, na, HP macht jetzt nicht mehr, das hatten sie ja früher schon, ne? HP-Drucker konnte man nur mit Druckerpatronen von HP betreiben, sonst hat das Ding halt einfach nichts gemacht. Jetzt sind sie einen Schritt weiter noch gegangen und sagen, okay, ihr gebt uns monatlich Geld, ja, das, und zwar halt auch für Consumer, das fängt dann irgendwie so bei 5 Euro im Monat an und wenn man das Abo kündigt, dann geht der Drucker auch dann nicht mehr, selbst wenn noch genug Tinte drin wäre. Ich sehe Kopfschütteln im Publikum, so für den Stream, für die Aufzeichnung und die Leute von Tchibo, die jetzt zugucken, ja, oder von HP. Kann man halt schon so fahren, aber bitte? Ich wiederhole das kurz für den Stream, also einfach, dass eine bestimmte Anzahl von, also Blattanzahl von Kopien, Ausdrucken und so weiter schon gereicht hat, dass das Ding halt nichts mehr tat. Ja, genau, das steht da übrigens auch drin, dass es halt verschiedene Modelle gibt, also für diese, bei denen ich glaube 6 Euro oder 5 Euro pro Monat sind 20 Seiten Ausdruck im Monat dabei. Ja, gut. Das, ja, da... Das ja. Einzige, was man sich da spart gegenüber dem Coffeeshop, dem Copyshop, ist einmal, sorry, freudscher Versprecher, ist, dass man aus der Wohnung gehen muss, wenn man es extern drucken lässt, aber ja. Genau. Also es ist insgesamt halt ein Modell, das sich durchsetzt und was wir halt momentan an ganz vielen Stellen sehen. Das Ganze gibt es halt auch wirklich, ist eine Story, die halt im Fediverse mir über den Weg gelaufen ist, das hat der Erik, hallo Erik, gepostet. Ich habe seine Erlaubnis, dass ich das oder dass wir das hier auch erzählen dürfen. Ja. Die Schwerkraft geht noch. Gut. Der Erik hat was gepostet und zwar seine Waschmaschine geht nicht, beziehungsweise wegen eines Zahlungs- oder eines Fehlers in dieser im Zahlungsverkehr kann jetzt er leider keine Wäsche mehr waschen. Ja, ich habe da mal rückgefragt. Sag mal, wie ist denn bei euch das Setup? Ist das jetzt ein gemeinsamer Waschraum in so einem Mehrparteienhaus-Dingsbums? Und er meinte, ja, also es wohnen 200 Leute dort. Und es gibt 3 Waschmaschinen und 3 Trockner für alle, die alle dieses System haben. Und nach Mietvertrag dürfen sie keine eigene Waschmaschine in der Wohnung installieren. Und sie zahlen da monatlich Geld dafür und dann auch noch für die Waschladung und für die Trocknerladung. Ja. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie der Anbieter heißt. Die konkrete Maschine war eine Electrolux, glaube ich. Also das sind Sachen, die haben wir draußen. Das sind Sachen, die bei uns, bei jedem von uns in der Wohnung, im Haus irgendwo demnächst passieren können oder schon passieren. Ja. Das heißt, wir haben hier ne, Vendor-Login, das heißt einschließen bei bestimmten Anbietern. Erstens Leute reinziehen, meistens durch massives Marketing, ja, heutzutage auch noch verbunden mit ganz viel Greenwashing oder sie schreiben KI dran. Oder ne, als zweiter Schritt ist dann sämtliche Konkurrenz ausstechen, meistens dadurch, dass man der billigste Anbieter ist.
Und sobald es dann keine Konkurrenz mehr gibt, weil alle dann zugemacht haben, in dem Moment die Preise hochziehen, weil man dann ohnehin der einzige Anbieter ist. Und das ist genau das Geschäftsmodell zum Beispiel von Amazon. Ja. Gibt es auch ein wunderbares Buch zu, habe ich auch gleich noch für euch. Na, und Schritt 4 sollte auch nicht unterschlagen werden, großzügige Geschenkkörbe, um irgendwelche Antitrust-Lawsuits zu vermeiden. This is where we are now. And this is what we can do. Wir können zumindest selber immer misstrauisch sein, wenn es halt irgendwas besonders toll ist. Es gibt kein freies Mittagessen, there is no free lunch. Ja, und wenn irgendwo dran steht, das ist das Tollste, das Ökologischste, das Allerbeste oder es hat KI drin, dann wäre ich da auf jeden Fall mal vorsichtig. Wenn es irgendwie bei euch finanziell machbar ist, unterstützt kleine Projekte. Das hilft auch, dass da immer noch andere Anbieter auf dem Markt überhaupt überleben können. Schritt 3. Macht euch nicht davon abhängig, habt selber immer einen Plan B. Habt immer eine Ersatzkaffeemaschine im Haus. Ich weiß, warum wir mittlerweile 8 haben. Ja? Das kam danach. Wir hatten vorher nicht so viele. Ja? Sagt es auch anderen, dass es anders geht. Ja? Dass einfach alle irgendwie diese Reassurance haben, diese Versicherung haben. Es gibt auch noch was anderes als Amazon. Man kann woanders Bücher kaufen, tatsächlich. Oder andere Sachen. Ja, oder es gibt auch was anderes außer dieser Kaffeemaschine. Das ist morgens schwer zu glauben, aber ja. Ja, und nie die Neugierde verlieren und selber immer weiter Sachen ausprobieren. Zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn man da eigentlich ein ausgedrucktes Ding davor hält? Das finde ich schade. Das ist so eine einfache Idee, die wahrscheinlich nicht mal Geld gekostet hätte bei Tchibo, weil sie hätten das auf irgendeine Werbekarte oder auf die Verpackungen von den Kapseln drauf. Das wäre ein Ding gewesen, tatsächlich. Draufdrucken können mit einer Schneideanleitung. Weil die kommen nämlich eh in so Papierverpackungen. Genau, das sind so also Kartons. Halt. Da hätte man so ein Ding tatsächlich einfach draufdrucken können, so mit einer kleinen Anleitung, schneidest dir aus und hängst dir davor. Genau. Wäre also auch noch eine Lösung gewesen. Das ist definitiv kein technisches Problem gewesen. Es ist ein. Gewolltes. Ja. Das ist ein vom Management entschiedenes Problem. Und das Traurige ist halt, also ich glaube, soweit ich gesehen habe, wurde die Maschine bis 2018, 2019 so verkauft. Das heißt, die ist nicht mal alt. Also ja. Bei einem Recht auf Reparatur hätte man wahrscheinlich sogar noch ein Recht darauf, dass die repariert wird, was eigentlich ganz spannend wäre, weil sie ja nicht kaputt ist, aber du kannst sie trotzdem nicht verwenden. Das wäre tatsächlich auch noch ein ganz interessantes Ding, wenn irgendjemand gerade zuschaut oder hier im Raum ist, der oder die Juristin ist, könnte man das vielleicht nochmal über dieses Recht auf Reparatur durchgehen, dieses Thema. Fände ich ja eigentlich ganz hübsch, vielleicht kommt es dann mal in die Medien. Genau, letzter Punkt, Interoperabilität einfordern, immer und überall. Ganz, ganz wichtig, weil ist ja eigentlich doof, wenn eine Taschenlampe nur mit den Batterien von der einen Firma funktioniert. Ja, wäre jetzt auch so ein Beispiel. Von daher, das sind alles Sachen, die wir selber machen können, auch wenn es mühsam ist. Weil es ist natürlich die einfache Lösung, dem Mainstream und dem großen Marketing nachzugehen. Aber das muss aufhören. Danke. Diese Selbstverständlichkeit von Abo-Modellen muss aufhören, die Selbstverständlichkeit von diesem Vendor-Login muss einfach aufhören. Das bringt uns auch mit dem ganzen Klimaproblem echt nicht weiter, wenn wir bei sowas bleiben. Ja? Da hat der Cory Doctorow zuerst mit der Rebecca Giblin letztes Jahr zusammen ein wunderbares Buch geschrieben, The Choke Point Capitalism, wer sich da mal mit auseinandersetzen möchte, wie Amazon, Spotify, Netflix und so weiter funktionieren, there you go. Und danach kam dann das Buch The Internet Con, was wir alles viel besser machen können, um aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Spoiler, Interoperability. This is it. Genau, also Cory Doctorow beschreibt da zwei Arten von Interoperability. Das eine ist freiwillig und das andere ist unfreiwillig im Sinne von unfreiwillig. Eine andere Firma oder ein anderer Verein kommt her und
hackt einfach mal ein Gerät, schaut sich an, wie funktioniert das. Das ist in der Vergangenheit ganz interessant, dass fast alle Technologiesprünge, die wir haben, eigentlich darauf basieren. Also der VHS-Rekorder hätte nicht den aktuellen oder den damaligen Stellenwert gehabt, dass ihn jeder gehabt hätte, wäre nicht davor Betamax gewesen, die quasi durchgestritten haben, dass man Fernsehaufnahmen aufnehmen kann. Ohne dem hätte es VHS in der Masse nicht gegeben. Und das ist ganz spannend. Und wenn wir jetzt genau da mal drüber nachdenken, gerade, also ähnlicher Zeitraum, aber Musikkassetten waren damals eine große Revolution, weil es sehr einfach möglich war, dass man selber Dinge aufnehmen konnte, sowohl Musik oder halt auch selber Sprache. Und das haben wir einfach durch CDs und so weiter heute alles so nicht mehr. Also ja? CDs ist ja noch ein bisschen leichter, aber wirklich die Musikkassetten sind einer der Gründe gewesen, warum die Minidiscs, obwohl sie eigentlich technologisch wirklich gut waren, so stark reglementiert waren. Du kannst darauf nichts speichern. Es gibt, glaube ich, einen Minidisc-Player, wo du aufgenommene Musik tatsächlich draufbringen konntest. Und die geht dann ausschließlich auf diesem einen Player. Ein paar mehr waren es, aber es ist tatsächlich sehr reglementiert gewesen. Nein. Das heißt, gerade diese ganze Musikindustrie hat mit diesem Reglementieren dann auch angefangen. Und wir sehen es jetzt dann halt auch bei Filmindustrie, bei Büchern, ja, der ganze Buchmarkt. Also es geht alles irgendwie in dieselbe Richtung. Und damit haben wir eigentlich auch schon das Ende hier erreicht. Und habt ihr noch Fragen? Ja. Magst du da das Mikro austeilen? Ich sehe dort eins. Quasi habt ihr euch mal, weil ihr habt doch erwähnt, das war ein Patent in der Schweiz. Könnte es einfach so gewesen sein, dass das Patent bei der Schweizer Firma war, Chibo quasi die nur eingekauft hat, einen Namen drauf gedruckt und das Patent jetzt in der Schweiz verblieben ist, weil ihr habt ja auch gemeint, die Nachfolgemaschine hat einen anderen Mechanismus, oder? Der Mechanismus ist der gleiche, die Kapseln sind die gleichen, es sind nur mehr, der Code hinten ist nicht mehr drauf, okay. Und die Elektronik ist halt nur mehr dumm, mehr oder weniger. Ich habe da ein bisschen recherchiert, weil es da vor allem in so Innovationsmagazinen und so und Business-Magazinen um die Zeit herum relativ viel gab, dass das ja jetzt die neue Innovation ist. Und es dürfte so gewesen sein, dass die Firma das im Auftrag von Chibo entwickelt hat. Und in dem Moment, wo es in Serienreife war, ist tatsächlich der Erfinder, unter Anführungs- oder jetzt Erfinder, ja, ich weiß nicht, für mich ist immer schwierig, bei sowas von einer Erfindungshöhe zu sprechen, aber Konstrukteur? Aber ja, ist dann, der war früher, glaube ich, Chef der Firma, kleinere Firma, die ja auch lustigerweise zuerst irgendwie Elektrotechnik-Dinge gemacht hat und dann umbenannt wurde, aber das ist relativ häufig. Und zuerst hat Chibo da investiert. In dem Moment, wo es marktreife war, hat die CEO-Stelle jemand von Chibo übernommen, aus dem Chibo-Management. Also es ist ja eine leicht externe Entwicklung, würde ich sagen, aber keine Fremdentwicklung, die dann eingekauft wurde. Das ist ja an sich bei größeren Firmen nicht unüblich, dass man im Zweifel, dass das auf externen Firmen ist, weil dann kann man sie im Zweifel auch verkaufen. Auch diese ganze Serverinfrastruktur dürfte unter der Firma gelaufen sein. Whois war da alles unter der Chibo Coffee GmbH. Deshalb habe ich sie gefunden, weil ich habe halt einfach mal geschaut, wo kommuniziert das Ding dann hin. Die Seite selber ist aber auch direkt immer auf Chibo gegangen. Also wenn du versucht hast, dort irgendwas am Webserver anzusurfen, das quasi nicht explizit für die App gedacht war, bist du direkt zu Chibo geleitet worden. Und dann war auch für mich relativ klar, letztes Jahr, nachdem es die Domain gibt es noch, zum Teil zeigen die Records auch noch auf IP-Adressen. Die IP-Adressen sind aber nicht mehr erreichbar. Die werden, ich glaube, die sind bei einem Hoster, ich weiß nicht, ob es Hetzner war, aber irgendein Cloud-Hoster, sind zwar dort noch registriert, aber aktuell nicht mehr geroutet. Und habe dann ein bisschen im Firmenregister gesucht in der Schweiz und habe gesehen, dass die Firma eben geschlossen wurde. Also wirklich quasi beendet und das heißt dann im Endeffekt, die WLAN-Funktionalität wird nicht mehr unterstützt. Es gibt bei Chibo wahrscheinlich niemanden mehr, der dafür Software entwickeln könnte, aber dazu hätte man sich wahrscheinlich vorher Gedanken machen sollen.
Ich mache im Übrigen auch den Leuten in dem Laden gar keinen Vorwurf, weil jetzt die Person, mit der ich da gesprochen habe, die mir dann gesagt hat, die WLAN-Funktion wird nicht mehr unterstützt und deswegen gehen die alten Maschinen nicht mehr. Ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt einen größeren technischen Hintergrund hatte und die hat halt einfach geglaubt, was ihr da halt gesagt worden ist. Ja, und das sagt ihr bitte allen Kunden, die da kommen, die jetzt da irgendwie mit ihren Kapseln nicht weiterkommen, ja. Und das ist dann so ein Ding, da kann man jetzt der Person im Laden halt auch irgendwie keinen Strick draus drehen. Ja, woher soll sie es wissen? Aber ein, na komm, schönere Lösung wäre jetzt doch irgendwie geil gewesen. Aber da kann man mit den Leuten im Laden halt auch nicht drüber reden. Da muss man dann halt sich irgendwie an die Nachhaltigkeitsbeauftragte, an irgendwie das Management wenden. Und ich weiß, das haben auch viele von denen getan, die bei uns im Blog dann halt kommentiert haben. Ob es zu irgendwas geführt hat oder irgendeine nützliche Antwort dabei rauskam, weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich noch keine erfolgreichen Meldungen von den Lesenden zurückbekommen. Habt ihr sonst noch Fragen? Ja, dort. Vielleicht in der Zwischenzeit, bis das Mikro dort ist. Ich habe vorher vergessen, ich musste das Foto mit der Programmierklammer. Deswegen habe ich vorher den Chip wieder einlöten müssen, weil ich da die eine Hälfte abgelötet habe. Und zum Thema overengineered, da drin ist ein Lüfter. Der ist dazu da, damit die Kamera nicht beschlägt. Die macht noch 10 Jahre, ich sag's. Großartig. Wenn ich das richtig verstehe, ist es bei Chibo also nicht so, dass man auch Kapseln von anderen Vendors kaufen könnte, wie das ja bei manchen anderen Produzenten so ist, was ja irgendwie auch ganz nett ist. Also nur Chibo-Kapseln möglich. Okay. Es gibt zumindest keine, die wir gefunden haben. Ich habe mir das Patent nicht angeschaut, aber ich fand es ganz spannend, dass sie diesen Code nicht mehr auf die Kapseln drucken, weil ich mir recht sicher bin, dass das Patent beinhaltet, dass dieser Code drauf ist. Und es kann leicht sein, dass die Kapseln ohne den Code jetzt problemlos man als Third Party einfach erzeugen kann, ohne gegen das Patent zu verstoßen. Ja. Weil wenn die das jetzt nicht weiter betreiben wollen... Na, vor allem die neuen Maschinen nehmen dann jede Kapsel, egal was da drauf ist oder nicht. Ja. Habt ihr euch den QR-Code in Anführungszeichen noch genau angeschaut? So, reicht vielleicht nur ein kleiner Ausschnitt oder so Sachen? Und noch andere Ideen, so bei Kassensysteme, die werden ja oft programmiert mit so QR-Codes. Und ich könnte mir echt gut vorstellen, dass es irgendeinen Production-QR-Code gibt. Dass das Ding praktisch in einen Debugging-Modus. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, man kann die Maschine auch tatsächlich mit eigenen Cafés programmieren, wo man dann auch Laufzeit und so weiter einstellen kann. Die spätere Firmware-Versionen hatten dann auch einen Modus, wo du 2 Kapseln hintereinander einlegen musstest. Deshalb weiß ich, das sind primär Nummern. Und da habe ich auch einen kompletten Export von der Maschine, was die Maschine für Nummern kennt. Da sind auch Reinigungskapseln dabei, die wir nicht gefunden haben. Und irgendeine Debugging-Kapsel oder so, was auch immer sie macht, weiß ich nicht. Aber wie das encoded ist, sind wir auch noch nicht. Also es ist halt ein sehr komischer Code eigentlich mit diesen Dreiecken. Das wäre mir noch nicht untergekommen. Also wir halten niemanden davon ab, sich das selber mal anzuschauen und sich hinterher gerne bei uns zu melden. Ich glaube, 2 oder 3 Sorten fehlen uns. Der Rest findet ihr die Fotos dieser Kapselböden in diesem Blogpost. Inklusive der Reinigungskapsel. Inklusive der Reinigungskapsel. Ja. Also go ahead und wir können uns gerne nachher noch drüber unterhalten. Ansonsten, falls jemand mit ARM Cortex M4 Reverse Engineering Erfahrung hat, würde mich sehr interessieren. Nicht wirklich mein Bereich. Ich hätte 2 Fragen. Erstens, wir haben ja in dieser Community ganz viele Leute, die Stickers machen. Wäre das zu reflektiv oder würde das funktionieren, wenn man jetzt Aufkleber hätte, den man auf diese Dinge anbringen könnte? Sollte klappen. Also die Kapsel selbst spiegelt ziemlich. Also das hat mich tatsächlich gewundert, wenn man die nicht richtig ins Licht hält, dann sieht man den Code gar nicht so gut mit dem eigenen Auge. Verbraucht halt dann wieder ein bisschen Material. Aber andererseits, also... Ich denke mir halt... Ich würde sowas machen, wenn es alternative Kapseln gäbe. Ansonsten
finde ich es nicht so interessant, das Businessmodell von Chibo zu unterstützen. Und zweitens, hat das Ding JTAG? Ja, es hat diesen NXP-Programmierkonnektor, aber dafür habe ich kein Programmiertool. Möglicherweise wird sich da hier noch was finden. Okay. Es hat sich was gefunden. Okay, ja, passt. Noch eine Frage. Ich glaube, 5 Minuten haben wir noch, wenn ihr noch eine Frage habt. Habt ihr bei euren Recherchen auch Kaffeemaschinen gefunden, die wirklich nur funktionieren, wenn sie online sind? Oder gibt es das jetzt noch nicht? So wie bei den Waschmaschinen und den Trocknern. Genau, bringen Sie nicht auf den, also was der Sitznachbar sagt. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht nachgeguckt. Ist dir was untergekommen? Nicht direkt, allerdings weiß ich, dass die andere, die große Büro-Kaffeemaschine, das ist eine Larea, italienischer Hersteller. Die hier in der Küche steht. Die haben vor ein paar Jahren schöne Blogposts, dass sie jetzt Business Transformation machen und jetzt auf Biometrie setzen. Da würde es mich nicht wundern. Also die Maschine ist auch sehr interessant, weil der Chip hinten ist wirklich ein alter Chip, der denkt, dass da vorne ein Zweizeilen-LCD-Display, also dass diese 16-Character-LCD-Displays sind, obwohl da eigentlich ein volles Linux-System läuft. Ihr hattet aber zu der Maschine einen Talk gehalten. Wir haben dazu einen Talk vom Camp gehalten. Genau. Vom Camp gibt es die Aufzeichnung. Genau, also vom Camp und in St. Pölten bei den Security Days oder sowas. Also es gibt 2 Vorträge zu der anderen Maschine, findet ihr auch auf MediaCCC. Bei den Businessmodellen kann ich mir das vorstellen, weil da ist auch oft ein Modem eingebaut. Ja. Und ansonsten schreibt uns einfach über das Fediverse an, ihr findet uns. Vielleicht noch eine kurze Frage. Wäre es denkbar, dass die Kamera dich sieht, wenn du davor stehst und da irgendwie Bilder rausgehen oder sowas? Also wenn ich jetzt einfach so hier stehe und ich mache sie auf, dann hat das Ding hier tatsächlich eine Abdeckung. Das hat wirklich einen Tunnel über der Kamera, der Blickwinkel ist halt wirklich innerhalb dieses Tunnels drin und halt wirklich genau auf den Kapselboden drauf. Also wenn diese Klappe unten ist, eigentlich nicht. Wir können sie gleich nochmal ausprobieren, aber ja, können wir uns dann anschauen. Kamera steckt dran, ich weiß tatsächlich gerade nicht, was es hat. Mhm. Jo. Na gut, dann sagen wir hiermit Dankeschön und freuen uns darauf, mit euch noch in Austausch zu sein. Ja, dann vielen Dank für euren Vortrag. Ich glaube, Kaffee-Nerds gibt es hier genug. Und an euch alle und euch beide natürlich, habt eine gute Zeit.